Hallo, mein Name ist Michael Freiberg. Ich bin Referendar hier an der Uni Gießen und ich möchte in der heutigen Coffee Lecture zeigen, wie man mehr aus Suchmaschinen wie Google herausholen kann. Die erste Frage, die man sich stellen sollte: Was passiert überhaupt, wenn ich etwas in den einfachen Google-Suchschlitz eingebe? Ich habe mal ein paar Beispiele vorbereitet, an denen man das ganz gut sieht. Und zwar suche ich jetzt mal nach einer Statistikvorlesung in Gießen, und zwar zu einer Statistikvorlesung, in der Methoden thematisiert werden. Und da google ich jetzt mal drauf los mit Statistik, Methoden, Vorlesung, Gießen. Was macht jetzt der Suchschlitz? Der Suchschlitz teilt Google mit, es möge bitte alle Seiten finden, in denen alle diese Begriffe vorkommen. Das heißt, die Standardsuche bei Google ist eine Und-Suche. Es werden Seiten gefunden, wo alle Begriffe vorkommen. Wichtig ist auch, dass die Reihenfolge eine große Rolle spielt. Wenn ich das jetzt mal umdrehe, nämlich die Reihenfolge der Suchwörter, Gießen Vorlesung Methoden Statistik, dann sehe ich schon auf den ersten Blick, ich habe ganz andere Suchergebnisse. Das liegt daran, dass Google die einzelnen Suchterme priorisiert. Wie sich dann letztlich die Reihenfolge der Suchergebnisse zusammensetzt, ist ja ein großes Geheimnis. Das dürfte allgemein bekannt sein. Es gibt ein Google Ranking. Dahinter stehen ca. 200 Algorithmen, die sind aber unter Verschluss. Das heißt, man kann nicht wirklich die Suchergebnisse vergleichen. Die Suchergebnisse sind zudem noch personalisiert. Das heißt, wenn ich hier in Gießen suche, finde ich etwas ganz anderes, als wenn ich jetzt in Marburg am Rechner stehe. Wenn man jetzt mal zum Beispiel mit einem Kollegen zusammen telefoniert und ihm sagen möchte, guck dir doch bitte mal das fünfte Suchergebnis dieser Suche an, dann könnte das schwierig werden. Insofern empfehle ich eine andere Suchmaschine, die nennt sich DuckDuckGo. Und bei dieser Suchmaschine wird weder personalisiert noch intransparent gerankt. Das heißt, hier habe ich wirklich nach der Eingabe der Suchergebnisse immer die gleiche Reihenfolge. Ein sehr nützliches Feature, wenn ich viele Suchergebnisse habe, ist die sogenannte Phrasensuche. Das heißt, ich suche nicht mehr nach einzelnen Wörtern, sondern ich suche nach einer Begriffskette oder eben einer Phrase. Meinetwegen jetzt mal nach Statistik, Methoden. Und da sieht man schon, ich habe jetzt Ergebnisse, in denen die Wörter Statistik und Methoden in einer Reihe stehen. Das macht nicht besonders viel Sinn. Ich sehe auch, Google hat mein Ergebnis schon verbessert. Da kommen wir später noch dazu. Besser wäre natürlich, nach statistischen Methoden zu suchen. Und da sieht man jetzt in den Suchergebnissen, ich habe genau diese Wortkombination in den Ergebnissen und keine andere, wenn ich es in den doppelten Anführungszeichen anschließe. Das kann sehr nützlich sein, wenn man einen Satz im Kopf hat oder schon eine Vorstellung von dem, was man nämlich erwartet. Zum Beispiel suche ich eine bestimmte empirische Methode in der Pädagogik und gebe dann als Phrase ein, ist eine empirische Methode. Dann kommen lauter Seiten, wo genau diese Wortkombination vorkommt. Und wenn ich dann noch Pädagogik zusätzlich als freien Begriff eingebe, dann sehe ich zum Beispiel hier eine Seite, wo es dann heißt, Inhaltsanalyse ist eine empirische Methode. Und in der Seite kommt dann auch noch die Pädagogik vor. Ich kann auch Suchbegriffe ausschließen, indem ich ein Minus davor setze. In dem Beispiel könnte ich sagen, nein, die Inhaltsanalyse interessiert mich gerade nicht. Und da bin ich jetzt zum Beispiel bei einem Treffer,
wo es heißt, pädagogische Entwicklungsforschung ist eine empirische Methode. Also habe ich den Suchbegriff Inhaltsanalyse ausgeschlossen. Ein anderer nützlicher Suchoperator ist das Sternchen, das ich als Platzhalter für eines oder mehrere Wörter nutzen kann. Wenn ich das Beispiel jetzt hier mal weiter bemühe, könnte ich zum Beispiel ist eine Sternchen-Methode eingeben und dann nochmal die Pädagogik und dann habe ich Treffer mit. Ist eine bidirektionale, asynchrone Methode oder ist eine handlungsorientierte Methode. Mit anderen Worten, das Sternchen wird dann durch x Wörter ersetzt. Jetzt wollte ich nochmal auf das Problem oder das Feature der Autokorrektur von Google hinweisen. Das ist jedem bekannt, wenn er etwas sucht, dann findet Google häufig den der Rechtschreibung nach korrigierten Begriff oder andere Begriffe, die laut Google besser passen könnten. Ich habe jetzt mal hier ein Beispiel, es gibt bestimmt bessere, aber angenommen, ich interessiere mich für die Schriftenreihe Studia Gisenia, dann würde ich das so eingeben, ist richtig geschrieben, aber ich erhalte dann noch Treffer wie hier Asta Gießen, I.A. im Auftrag oder auch hier I.A. des Kaisers. Das möchte ich nicht. Ich möchte wortgenau suchen. Das kann ich machen, indem ich die Anführungszeichen drum setze. Da habe ich dann auch schon die Schriftenreihe, die ich suche. Eine weitere Möglichkeit ist, diese Tools-Leiste hier zu nutzen und auch dort kann ich nochmal einschränken von allen Ergebnissen zu wortwörtlich. Ich kann die Zeit einschränken, in der Google diese Seite gefunden hat und auch nochmal auf die Sprache einschränken, also in dem Fall auf Deutsch, da wir das deutsche Google nutzen. In dem Menü Einstellung finde ich die erweiterte Suche von Google und da habe ich dann nochmal ganz andere Möglichkeiten. Ein paar davon hatten wir jetzt schon besprochen. Also ich suche Seiten, die genau dieses Wort enthalten. Dann kann man noch nach Seiten suchen, die eines der gesuchten Wörter enthalten, also nicht alle. Keines der folgenden Wörter, das hatten wir auch, indem ich einen Suchbegriff ausschließe. Zahlen in einem bestimmten Bereich kann man auch machen, wenn man jetzt zum Beispiel eine bestimmte Preisspanne oder Jahresspanne sucht. Ich kann nach Sprachen und nach Ländern filtern. Die letzte Aktualisierung, das hatten wir auch schon gesehen. Besonders interessant finde ich die Einschränkung nach einer bestimmten Website oder Domain. Zum Beispiel kann ich jetzt hier sagen, ich möchte nur in Seiten von uni-gießen.de suchen. Und zwar soll die Suche Vorgaben, Hausarbeit, Germanistik enthalten. Ich erinnere mich da dunkel an irgendetwas und es war auf der Seite der Uni Gießen, dann schränke ich das hier ein. Das habe ich jetzt über die erweiterte Suche gemacht. Ich kann das aber auch hier mit diesem kleinen Site-Doppelpunkt-Operator machen. Und dann sucht er nur über die Domain, die dahinter steht. Also in dem Fall uni-gießen.de. Ich kann noch weiter einschränken, wenn ich mir jetzt zum Beispiel denke, das war doch ein PDF. Da nutze ich dann den Suchoperator FileType und schon habe ich nur noch PDFs. Ich könnte auch PowerPoint nehmen, da kommt schon wieder nichts. Da sollte ich dann vielleicht besser nach Präsentation, Einführung oder sowas suchen und dann schränkt er das ein auf PowerPoints der Domain uni-gießen.de. Es gibt da noch ein paar andere nette Funktionen von Google, die keine Suchfunktionen sind, zum Beispiel Translate, da gebe ich dann das zu übersetzende Wort ein, also zum Beispiel Visual into German, so, genau, also Translate, das zu übersetzende Wort und dann die Sprache und schon wird mir das dann übersetzt. Ich kann auch umrechnen, zum Beispiel 5 Fuß und 4 Zoll in Zentimeter, dann spuckt er mir das aus. Ich kann auch eine Postleitzahl eingeben,
und ich finde sofort den Ort. Da gibt es noch eine ganze Reihe nützlicher Funktionen in Google. Ich möchte jetzt noch die Bildersuche zeigen. Die kennt auch jeder, aber nicht jeder kennt diese Tools-Leiste. Und zwar kann ich dann hier auch noch mal nach Größe filtern, wenn ich ein hochauflösendes Bild möchte. Ich kann nach der Farbe filtern, wenn ich jetzt zum Beispiel nach den Sonnenblumen suche oder nach etwas Blauem. Ich kann auch nach Typ filtern, wenn ich jetzt meinetwegen ein Clipart suche, kann ich das hier nochmal einschränken auf Clipart oder ein animiertes GIF. Auch da gibt es welche. Die Bildersuche, genau, die lässt sich auch als inverse Suche nutzen. Dazu klicke ich hier auf den Fotoapparat und dann findet Google ähnliche Bilder. Ich habe jetzt hier mal eins rausgesucht, werde mal die Adresse kopieren und hier die Bild-URL bei der Ähnlichkeitssuche eingeben und schon findet er optisch ähnliche Bilder. Auch das kann ich wieder einschränken, zum Beispiel auf pixabay.com, wo ich Bilder frei herunterladen kann. Daneben gibt es noch Google News für Nachrichten. Auch hier kann ich wieder filtern nach den Meldungen der letzten Woche oder der letzten 24 Stunden und finde dann alles zur Uni Gießen. Dann würde ich gerne noch die Möglichkeiten von Google Books kurz zeigen. Google Books durchsucht eine Menge von Digitalisaten, aktueller und historischer Drucke und E-Books. Ich habe mir jetzt mal hier Briefe von Justus Liebig rausgesucht und da finde ich hier ein Digitalisat eines älteren Werks. Das sind die sogenannten chemischen Briefe. Und da kann ich dann hier links in der Suchleiste auch nochmal innerhalb des Digitalisats suchen, zum Beispiel nach Dünger. Ich kann die Suche in Google Books auch zeitlich eingrenzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel jüngere Literatur zu Justus Liebig suche, dann grenze ich das hier ein auf das 21. Jahrhundert. Finde dann auch eine Monographie, die vor kurzem erschienen ist. Und dann kann ich hier mit der Funktion nach Druckexemplar suchen, in einer Bücherei suchen. Damit sind eigentlich Bibliotheken gemeint. Dann komme ich hier auf den WorldCat, ein Bibliothekskatalog, in dem weltweit Bibliotheken verzeichnet sind. Und so komme ich dann über Google Books auch in unseren Katalog zu den Beständen der UB Gießen. Ganz zum Schluss, damit das nicht unerwähnt bleibt, noch Google Scholar. Dazu müsste man nochmal eine extra Coffee Lecture machen. Google Scholar erfasst wissenschaftliche Publikationen. Auch hier kann ich nach den Arbeiten in Gießen suchen. Zum Beispiel habe ich jetzt mal hier nach Treibhausgasen gesucht und erhalte dann alle möglichen Artikel zu diesem Thema. Und auch hier sind Volltexte verlinkt. Teilweise PDF oder HTML. Hier gibt es auch einen Link zu den Volltexten der UB Gießen. Wenn ich den dann über Google Scholar aufrufe, sollte er normalerweise zu unseren elektronischen Zeitschriften weiterleiten. Das hat jetzt nicht funktioniert, aber so ist das Prinzip. Und neben Google Scholar gibt es auch noch andere vergleichbare Portale. Da möchte ich mal kurz Microsoft Academic erwähnen. Das ist ein Konkurrenzportal zu Google Scholar, auch sehr interessant. Und genauso wie es da eine Konkurrenz gibt, gibt es auch zu der Google Suchmaschine andere Alternativen. DuckDuckGo zum Beispiel habe ich gezeigt oder auch Bing.com von Microsoft. Da ist die Landschaft sehr vielfältig. Google ist der Marktführer mit, glaube ich,
99,5% inzwischen bei mobilen Geräten und 95% auf dem Desktop. Dennoch lohnt mal ein Seitenblick auf andere Suchmaschinen. Gerade wie wir gesehen haben, unterscheiden sich die Suchergebnisse häufig. Insofern ist das zu empfehlen und auch bei anderen Suchmaschinen gibt es interessante Funktionen zu entdecken. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte dem ein oder anderen Funktionen vermitteln, die er so noch nicht kannte. Und danke für die Aufmerksamkeit.